Devrimcilerin avukatı, devrimcilerin ailesi olan Halkın Kupası avukatlarından Didem Ünsal bizlerle. Sözü alkışlarla kendisine bırakıyoruz. Nun kommt ein Mitglied des Vereins Rechtsanwälte des Volkes aus der Türkei. Sie gehört zu unseren tapferen Anwälten, die tagtäglich trotz allen Gefahren sich für das Volk einsetzen und die Revolutionäre unterstützen. Ein Applaus für Didem Ünsal. Merhabalar dostlar. Türkiye'den direnişin sıcaklığıyla hepinizi selamlıyorum. Nuriye ve Semih'ten bol selam getirdim sizlere. Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch. Das ist die Rechtsanwältin Didem Ünsal und ich mache hier die Übersetzung. Sie übermittelt die Grüße von Nuriye und Semih. Zor günler geçiriyoruz diyorlar. Korkmayın. O söz bizim için değil. Bizim hiç kolay günümüz oldu mu ki? Her şeyimizi direne direne kazanmadık mı? Biz hep faşizmle mücadele ettik. Yeni tanışanlar endişeleniyorlar. Hapishane, tutuk, gözaltı, açlık bizim 40 yıldır başımızda. Yeni tanışanlar korksun. Korkularını yenmek, cesaretlenmek istiyorlarsa da Nuriye'ye baksınlar. Semih'e, Kemal amcaya ve nicelerimize. Faşizmi tanıyoruz. Evet, biz de onun varlığını devam ettirmesinden korkuyoruz. Bu yüzden de durmadan, duraksamadan, tereddüt etmeden direnmek zorundayız. Çünkü egemenler gün 24 saat, 365 gün 6 saat direniyorlar. Saltanatlarını sürdürebilmek için. Fakat biz biliyoruz ki saraylar, saltanatlar da çöker. Kan susar, bir gün zulüm, bir gün bu zulüm biter. Elbette kendiliğinden değil, kendimizi diri tutarak, egemenlerin dayattığı zor kültür, yoz kültüre karşı direnerek. Direnmek zorundayız. Değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Belirsizlik, kargaşa var diye endişeleniyor insanlar. Biz endişelenmiyoruz. Önümüzdeki fırsatı görüyoruz. İşte zamanı geldi. Zulümleri arttı. Yönetemiyorlar. Hep bugünler için hazırlandık. Şimdi yapmamız gereken örnek olmak, önce olmak, nasıl direnileceğini göstermek. Nuriye ve Semih gibi. Onlar bize tek başına dahi olur, tek başına dahi olursa her koşulda direnilebileceğini gösterdiler. Bu direnişin Anadolu'yu sarmasıyla direniş odağı yüksel oldu. Her yer yüksel, her yer direniş oldu. Ve onlar korktular birleşen ellerimizden. Çoğalan çığlığımızdan korktular ve her gün azgınca saldırdılar. Defalarca gözaltına alındı. Yaralandı Semih, yaralandı Nuriye. En sonunda satılmış kalemşörlerin yalanlarıyla komployla tutukladılar onları. Direniş bitti mi? Hayır. Direniş büyüdü. Direniş hepimizin oldu. Alan bir gün olsun boş kalmadı. Çünkü o anıt Nuriye'ydi. O anıt Semih. Anıtı her gün çiçekler bıraktı direnişler. Bütün o gaza, copa, küfürlere rağmen her gün haykırdılar. Onların binlercenin haklı talepleri için haykırdılar. Haykırmaya da devam ediyorlar. Nuriye ve Semih içeride, yeni direnişçiler ve destekleyen direniş dostları dışarıda. Direnmeye devam ediyorlar. Ve direnenler hep kazanırlar. Zafer direnen emekçinin olacak. Direne direne kazanacağız. Tage. Aber macht euch keine Sorgen, das sind nicht unsere Worte. Denn für uns, gab es für uns jemals Tage, die nicht schwer waren. Wir haben stets gegen den Faschismus gekämpft. Diejenigen, die jetzt gerade erst Bekanntschaft gemacht haben mit dem Faschismus, die sind besorgt. Gefängnis, Repressionen, U-Haft, Hungerstreik,
seit 40 Jahren sind wir mit diesen Themen stets vertraut. Aber es gibt welche, die jetzt gerade erst Bekanntschaft gemacht haben. Um ihre Angst zu besiegen, um mutig zu sein, sollten sie sich Nuriye als Beispiel nehmen. Simich und Kemal als Beispiel nehmen. Nur um vielleicht mal ein bisschen zu erklären, von wem hier die Rede ist. Nuriye Gülmen, das ist eine Akademikerin, die mit dem Vorwand, am Militärputsch teilgenommen zu haben, einer der 100.000 Beamte war, die aus dem Dienst suspendiert wurden. Genauso wie Semih Özapca, der ein Lehrer ist. Und Kemal Gül, das ist ein Vater, dessen zwei Söhne vom türkischen Staat ermordet wurden. Und die Leichname seines Kindes wurden ihm nicht übergeben. Er musste annähernd 90 Tage Hungerstreik machen, ein 70-jähriger Mann, damit er die körperlichen Überreste seiner Kinder haben kann. Und nun sagt die Rechtsanwältin, diese drei mutigen Menschen sollte man sich zum Vorbild machen, um die Angst zu besiegen. Wir kennen den Faschismus. Ja, und wir haben Angst davor, dass der Faschismus weiterhin Bestand hat. Aus diesem Grund sind wir nimmer müde und leisten ständig Widerstand. Denn die Tyrannen, die Herrscher, sie sind ebenfalls 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Aktiv und wir kämpfen genau Tag für Tag, so wie sie uns tyrannisieren. Sie möchten ihre Tyrannei fortführen, wir möchten sie besiegen. Wir wissen, dass man Schlösser, dass man Sultanate besiegen kann. Irgendwann wird das ein Ende haben, aber nicht von selber. Wir müssen uns immer fit halten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kultur, die uns von den Herrschenden auferzogen wird, abzulehnen. Und das können wir nur, wir können unsere Werte nur aufrechterhalten, wenn wir Widerstand leisten. Die Menschen sind besorgt, weil jetzt gerade ein Chaos herrscht und weil vieles unklar ist. Aber wir sind nicht besorgt. Wir sehen das als eine Opportunität. Denn die Tyrannei ist mittlerweile so groß, dass sie nicht mehr regieren können, dass sie nicht mehr herrschen können. Wir haben uns immer auf diesen Tag vorbereitet. Was wir heute machen müssen, unsere Aufgabe heute ist es, vorbildlich zu sein. Zu zeigen, wie man Widerstand zu leisten hat. Genau wie Nuriye und Semih. Sie haben uns gezeigt, dass man unter allen Umständen, selbst wenn man ganz alleine ist, Widerstand leisten kann. Dieser Widerstand hat ganz Anatolien zum Erschüttern gebracht. Der Mittelpunkt war Yüksel. Damit meint man die Yükselstraße. Das ist eine kleine Straße in Ankara, wo ein Menschenrechtsdenkmal aufgestellt ist. Es gibt eine Parole, die heißt: Überall ist Yüksel, überall gibt es Widerstand. Sie haben sich vor unseren Händen gefürchtet, die sich vereint haben. Dutzende Mal wurden die Widerstandsleistenden festgenommen. Sie wurden von der Presse diffamiert und mit einem Komplott festgenommen.
steht, wurde nicht mal ein Tag leer gelassen. Denn dieses Denkmal ist nun Nuri, dieses Denkmal ist nun Semmich. Jeden Tag wurden Blumen überlassen. Die Widerstandsleistenden haben niemals aufgehört, ihre Forderungen auszusprechen. Und so wird es auch weiterhin sein. Nuri und Semmich befinden sich nun im Gefängnis. Neue Widerstandskämpfer sind herangetreten und werden weiterhin Widerstand leisten. Jene, die Widerstand leisten, werden siegen. Sie haben stets gesiegt. Dostlar, şimdi sizleri Nuri'nin ve Semih'in 100. günlerinde, açlıklarının 100. günlerinde bize göndermiş oldukları mesajın bir kısmını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü size de sesleniyorlar aynı zamanda. Ich möchte euch nun eine Botschaft überreichen, die gerade diese Widerstandskämpfer, von denen ich euch erzählt habe, Nuri und Semmich, zum 100. Tag ihres Hungerstreiks an uns gesendet haben. Wir möchten gerne diese Botschaft mit euch teilen. Semih diyor ki, insan haksızlığa ve adaletsizliğe duyduğu kinle ve ona karşı gösterdiği direnişle insan kalabilir. Bu adaletsizlikler bitene, işimizi, ekmeğimizi alana kadar açlık grevimiz devam edecek. İyi dövüştük, iyi dövüşmeye devam edeceğiz. Biz kazanacağız, emek kazanacak. Biz kazanacağız, halk kazanacak. Dirençle ve sınırsız umutla kalın. Mit dem Zorn, den ein Mensch gegen Ungerechtigkeit vorgeht, kann ein Mensch nur Mensch bleiben. Diese Ungerechtigkeit, bis diese Ungerechtigkeit ein Ende hat, bis wir wieder unsere Arbeit zurückbekommen, bis wir wieder zu unserer Arbeit zurückkehren, werden wir unseren Hungerstreik fortsetzen. Wir haben gut gekämpft. Wir werden auch weiterhin gut kämpfen. Wir werden siegen. Das Volk wird siegen. Er sagt, ich bin voller Hoffnung. Euer Semih. Ve Nuriye diyor ki, direnişimize dost, açlığımıza yaren, yüreğimize kardeş olanlar, tüm Türkiye ve dünya halkları, 100. gün, 100 gündür bir yanı ölüm, bir yanı sonsuz dinim olan bir savaş sürüyor bedenimizde. Biz bu savaşı yaşam ve emeğin onuru kazansın istiyoruz. Bu yüzden umuda, aydınlığa, bazen bir çocuğun gülüşüne, bir çiçeğin güzelliğine, bir dostun selamına, sizlerden gelen haberlere, beraber atan yüreğimize, en çok haklılığımıza ve açlığımıza tutunuyoruz. Siz de tutunun. İçinizden ufacık bir umutsuzluk yalımı geçerse, tecrit hücrelerinde açlıkla filizlenen umudun tohumlarını getirin aklınıza. Siz de dört elle sarılın insanlığın en kadim kavgasına. Çünkü yaşam, onur, insanlık, zafer o kavganın tam ortasındadır. Görkemli halaylar kuracağız. Başımıza papatyalardan örülmüş taçlar, elimizde kırmızı mendiller, dilimizde zafer türküleri, yüzünüzde çocuk gülüşleri olacak. O güne dek umudunuza iyi bakın. Direniş kazanacak. Biz kazanacağız. Yaşasın açlık grevi direnişimiz. Yaşasın emekçilerin ekmek ve onur mücadelesi. En direngen yanımla 100 günlük açlığımla kucaklıyorum sizleri. Sevgi ve bağlılıkla. Ja.
Okay, also die Botschaft von Nuri Gülmen, sie ist sehr poetisch, schon fast gedichthaft, muss man sagen. Das kann man auf Deutsch so vielleicht nicht, diese Sprache nicht so überbringen, aber sie sagt natürlich auch, dass sie voller Hoffnung ist, dass sie im 100. Tag ihres Hungerstreiks voller Zuversicht ist. Sie glaubt an den Sieg und ist sich sicher, dass der Widerstand siegen wird, dass wir siegen werden. Sie sagt, es lebe, hoch lebe unser Hungerstreik Widerstand. Mit meiner Seite, die am meisten Widerstand leistet, und mit meinem 100. Hungerstreiktag umarme ich euch alle herzlich. In Liebe und Verbundenheit, eure Nurie. Umutla ve dirençli kadın dostlar. Okay, ich suche jetzt eine Person, und zwar die folgende Rednerin. Die Abgeordnete der Linken, Sabine Leidig. Sind Sie hier, Frau Leidig? Wir suchen Sie. Sabine Leidig. Sie ist hier. Alles klar. Gut, dann Wiedersehen.